7-Man-Protection. Tackle haben die beiden Pass-Rusher. Das ist Kelce, läuft eine Route. Hallo, liebe Bromantiker. Ich bin's wieder. Football Bromance Taktik. Bitte nicht vergessen, gleich am Anfang wie immer, Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal und Notification Bell, damit ihr alles mitbekommt, was ihr braucht für die nächste Saison. Heute ganz, ganz wichtiges Thema, was viele nicht verstehen oder gar nicht wissen, wie komplex das Ganze ist. Wir werden heute nur an der Oberfläche kratzen, aber ich hoffe, euch den ein oder anderen Einblick geben zu können in das, was Protection heißt. So, was ist Protection? Was bedeutet das? Protection bedeutet, ist die Art und Weise, wie man den Quarterback bei einem Pass schützt. Und das ist nicht jeder blockt irgendwie den, der kommt, sondern da gibt es ganz, ganz strikte Regeln. So, wir fangen hier wie immer mit 21 Personnel an, also 2-Back. So, und wir werden die Protections ein bisschen einordnen nach, wie viele Leute den Quarterback protecten und dann die verschiedenen Konzepte. Fangen wir an mit einer 7-Man-Protection. Was bedeutet das? Klar, 7 Leute schützen den Quarterback. Als da wären die Offensive Line, 5 Stück an der Zahl, Center, beide Guards und Tackles und die beiden Running Backs. 7 Stück, 7-Man-Protection. Da gibt es heute 2 verschiedene Arten, die ich euch zeigen will. Die erste ist, ich nenne sie mal Base Protection. Die 5 O-Linemen und die beiden Backs. Gleich kommen wir noch zu der anderen 7-Man-Protection, die sieht ein bisschen anders aus. Aber wie funktioniert die? Weil es ist jetzt ganz genau definiert, wer für wen verantwortlich ist. In Base Protection, der 7-Man-Protection, ist die Offensive Line verantwortlich für die, in diesem Fall, 4 dicken Jungs und den Middle Linebacker. 5 gegen 5. Wenn der Middle Linebacker kommt, die 4 Jungs kommen wahrscheinlich, kommt der 5., der Middle Linebacker, den blocken sie. Funktioniert simpel. Tackle haben die beiden Pass Rusher. So, der Guard auf der Seite der 3-Technik, das hat hoffentlich Björn schon mal erklärt, ist alleine, sofern der Mike Linebacker nicht da rein rauscht und in den Mix kommt. Und die beiden hier doppeln die Shade und haben ihr Auge hier. Also, in Base Protection sind die Regeln simpel. Die O-Line hat die 4 D-Linemen plus den Mike Middle Linebacker. Simpel. Wen hat der Fullback? Je nachdem, wo er steht, in Strong oder I oder Weak. Sagen wir mal, er ist in der I und er geht zur Weak Side. Der Fullback hat den Will Linebacker und der Tailback hat den Sam Linebacker. Also Will für Linebacker auf der Weak Side, Sam für Linebacker auf der Strong Side. Also O-Line hat die 4 Dicken und den Mike und Fullback oder ein Running Back hat den Will Linebacker und der Tailback in diesem Fall den Sam Linebacker. Haben wir doch alles 7-Man-Protection. So, jetzt wird es eigentlich tricky, weil eigentlich hat der Tailback den Sam zum Free Safety und der Fullback den Will zum Strong Safety. Warum das ist, dazu kommen wir später, nachdem vielleicht Björn mal über Blitzkonzepte gesprochen hat und wir über Safety-Rotation gesprochen haben. Jetzt, dann wird es richtig knusprig. Das sind nur die Basics. 7-Man-Protection, Base. 4 Bigs und den Mike für die O-Line. Die beiden Running Backs haben Sam und Will. Simpel. Verstanden. Kommen wir zur nächsten 7-Man-Protection. Wo auch 7 Leute den Quarterback schützen. So, meine Hand. Björn? Achso, ich dachte gerade, der erkennt meine Hand nicht, weil sie zu braun ist. Aber ich brauche dich doch nicht. So. Ja, ich sag Bescheid, wenn ich eine weiße Hand brauche. Das ist ein Insider. Kommen wir zur nächsten Protection. Oder nein, ja doch, die nächste Protection. Auch die ist eine 7-Mann-Protection.
Seven Man. O-Line. 1, 2, 3, 4, 5. So. Und wer sind jetzt 6 und 7? Der Tight End ist 6, der Back ist 7. Und du hast 3 Receiver und die Passroute laufen. Das heißt, du kannst auch aus One-Back-Offense oder aus 11-Personnel eine 7-Mann-Protection heißen. Diese Protection nennt man Bay-Protection. Steht für Back and Y. So, wer hat im Bay-Protection wen? Die Offensive Line, und da gibt es verschiedene Arten von Bay-Protection. Ich erkläre euch eine. Die Offensive Line. O-Line plus Y, Tight End, hat die 4 D-Linemen plus Sam und Mike. Plus Sam und Mike. So, dann bleibt noch einer übrig. Der Running Back, der hat den Will Linebacker. So, der Running Back, oh, ich hoffe, man kann das sehen. Ich bin heute ganz schön kritzelig. Running Back blockt den Will Linebacker. So, wie wir sehen, simpel. Wenn der Sam Linebacker nicht kommt, kann der Tackle immer zurückkommen zum Tight End und am Defensive End helfen. Soll der Sam Linebacker hier kommen, die beiden haben die Three-Technik und den Sam, die beiden haben die Shade und den Mike. Und der Tailback hat den Will. Bay Protection, One Back Offense, trotzdem 7 in Protection. Verstanden soweit? Ich glaube ja. Kommen wir zum nächsten Scheme, zur 6-Mann Protection. Gibt es auch 2 Stück, die ich euch vorstellen will. 6-Man. 6 Leute in Protection. Die erste, über die ich mit euch sprechen möchte, ist Slide Protection. So, was bedeutet das? Erstmal, wer sind die 6 Mann? Wieder die 5 Offensive Linemen. Und der Running Back. 5 O-Linemen und Running Back sind 6. Tight End läuft eine Passroute. Zusammen mit den 3 Receivern sind 4 Jungs unterwegs. Die 5 O-Linemen und der Running Back haben erstmal, oder der Running Back erstmal Pass Protection Responsibility, bevor er dann eine Route laufen kann, wenn er nicht gebraucht wird. So, 6-Man Protection. Die klassische Slide Protection. Kann man sich, ist eigentlich ganz simpel, weil man teilt das Ganze auf. Man nimmt 3 Offensive Linemen und schickt sie zu einer Seite. Sagen wir mal hier nach links. Das ist die Slide-Seite. Auf der anderen Seite haben wir 2 O-Linemen und einen Running Back. Also 3 und 3. Na, macht Sinn. Willst ja nicht den Running Back und den Center zur selben Seite, hast du 4 und 2. Hast du ein Problem, wenn da auf der einen Seite ein Dritter kommt. So, das ist die Slide-Seite, das ist die Man-Seite. Warum heißt die Man-Seite? Weil hier blocken die beiden Offensive Linemen, die beiden dicken Jungs. No ifs, ands and buts. Hier auf der Seite, auf der Slide-Seite, haben die 3 O-Linemen, die beiden dicken Jungs und wer auch immer der dritte Rusher wird. Das kann der Middle Linebacker sein, das kann der Will Linebacker sein, das kann sogar ein Safety sein. Wer immer der dritte Rusher wird, den haben sie abzupicken und müssen das aussortieren. Das ist die Slide-Seite. So, man sagt dazu, wenn sie die beiden hier den Nose-Tackle blocken, dann müssen die Augen hier und da sein. Das nennt man Dual Read, weil du hast 2 als Centers. Blocke ich den Nose, ich komme als Guard runter und jetzt gucken wir beide auf den Mike und den Will, ob einer kommt. Wir haben nicht nur einen, den wir lesen müssen, sondern 2. Deshalb nennt man das Dual Read. Auf der anderen Seite, der Running Back zur Man's Seite, die beiden haben ihre Männer. Aber auch der hat einen Dual Read. Und zwar, wenn der, wer auch immer der dritte Rusher zu seiner Seite wird, den muss er blocken. Das heißt, er hat einen Dual Read, Mike Sam. Das heißt, der Tailback guckt nicht nur den Sam oder den Mike an, sondern muss beide lesen, und zwar von innen nach außen. Mike to Sam. Kommt keiner von beiden, bin ich unterwegs. Kommt einer, pick ich den ab. So, die Slide Protection geht natürlich auch in die andere Richtung. Die geht zur Strong Side oder zur Weak Side. Kann auch so, der Center kann auch hier hingehen, dann ist das die Slide-Seite. Die 2 Dicken und wer immer
der dritte Rusher zur Strong Side kommt. Hier ist die Man-Seite. Und der Tailback hat, wer immer der dritte Rusher, hat den Dual Read auf der Weak Side. Hier ist der Dual auf der Strong Side. Soweit verstanden. So, wie nennt man das? Ganz, ganz viele, besonders oder West Coast Offenses, aber ich glaube auch bei Andy Reid, wenn ihr, müsst ihr mal hören, manchmal hört man ja im Huddle den Call. Two Jet, Three Jet oder 200, 300 Jet. Das sind diese Slide Protection oder Two or Three Jet. Two, gerade Zahl, Center geht nach rechts. Three Jet, ungerade Zahl, Center geht nach links. Der Running Back geht immer entgegengesetzt. Solltet ihr mal drauf hören. Two Jet, Three Jet. So, Six Man Slide. Es gibt aber noch eine Protection. Six Man Turn. Und zwar Full Turn. Was bedeutet das? Turn Protection ist, wenn die Offensive Line ein Gap zu einer bestimmten Seite, und zwar alle blocken. Also, zum Beispiel, linkes Gap, linkes Gap, linkes Gap, linkes Gap, linkes Gap. Ja, der Tight End läuft eine Passroute, weil es ja eine 6-Mann-Protection. Du hast 5 Gaps nach links und der Tailback nimmt den ersten Mann außerhalb vom Tackle, wo der Turn beginnt. Wofür ist diese Protection gut? Ich sag euch wofür. Ihr kennt das in der NFL und wahrscheinlich hat, oder vielleicht hat Björn schon darüber gesprochen, dass hier manchmal diese Linebacker sich in diese Lücken reinstellen. So, wenn sich da zwei reinstellen, den einen nimmt der Center, den anderen müsste eigentlich der Running Back in Slide Protection nehmen. Da kommt er gar nicht hin. Sonst, wenn der Quarterback unterm Center steht, hinterm Center, nicht in der Gun, steht er einen Schritt entfernt, der Back 5 Yards tief, der Center nimmt den ein, wie schnell soll er denn nach in dieses Gap kommen? Der Linebacker hat es näher zum Quarterback als der Running Back. Selbst in der Gun wäre das schwer. Deshalb, dafür gibt es diese Turn Protection. Wenn du Inside Pressure bekommst als Quarterback und du weißt, ah, das benutzen die viel, nämlich Turn Protection, wasch alles in der Mitte, mach einen riesen Clusterhaufen und der Tailback nimmt Endman on the line of scrimmage. Das kannst du. Lester und Ralph, Lisa und Rüdiger, Leonardo und Rihanna nennen als Code Word und du sprichst ja nicht immer zur Offensive Line, weil das sind 5. Leonardo, linkes Gap, Rihanna, rechtes Gap. Full Turn Protection, 6 Leute involviert. So, last but not least, kommen wir mal zu dieser Formation. 5-Man Protection. Empty. 5-Man. Weil das ist Kelce, läuft eine Route, läuft eine Route, läuft eine Route. Der läuft eine Route. So. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt ist die Regel bei 5-Man Protection eigentlich simpel. Die O-Line hat auf jeden Fall die 4 dicken Jungs, die 4 D-Linemen und. Ah, oh, jetzt will der Stift nicht. MDM, Most Dangerous Man. Wer der Most Dangerous Man ist, sagt euch die Nummer 15, der Quarterback. Also die O-Line wissen, wir haben den, den doppeln wir und gucken mal, wir haben den und wir haben den. Quarterback sagt jetzt, und das hört ihr auch ganz oft in Empty, 57, 57. Oder sagt 56, 57. Der gibt den ein oder die zwei, auf den sie achten. Weil die können einen Single oder einen Dual Read haben, genau wie ein Slide. Hier zum Beispiel könnte er ihnen sagen, hier, nimm die 55 und, keine Ahnung, 24. Weil hier drüben ist keiner in Blitzsituation, weil die müssen alle ihre Männer decken. So, dann sind die hier auf der Man-Seite und die beiden, die drei, sind für die beiden den und potenziell einen verantwortlich. 5-Mann-Protection. Ist so fast ein bisschen wie Base Protection, wo die O-Line die 4 dicken Jungs und den Mike haben. Bloß müssen sie hier, können sie nur einen abpicken, weil hier hinten ist keiner mehr. So, ich glaube, das reicht erstmal. Es gibt natürlich noch 1000 andere. Es gibt noch Naked, es gibt Waggle und so weiter. Aber dazu kommen wir, wenn wir dann auch über Waggle-Passkonzepte, Naked-Konzepte sprechen. Das waren mal die Basics von 7. 6 und 5 Mann, 8 Mann Protection, Max Protection gibt es natürlich auch.
sprechen wir auch drüber, wenn es darum geht, darüber zu sprechen, wie schlage ich denn den Blitz. So, ich hoffe, ihr habt so ein bisschen Einblick bekommen und wisst Bescheid, wie es an jedem verdammten Sonntag oder auch Samstag in der European League of Football denn läuft. Und nicht vergessen, Like da lassen, Kanal abonnieren, Notification Bell. Das war's schon von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.